Kapitel 2 Warum welche Magie? In meinem früheren Leben kannte ich meine Eltern nicht. Ungefähr zu der Zeit, als ich das Alter der Diskretion erreichte, war ich in einer Institution. Auch diese Einrichtung wurde durch den Verbrechensterror zerstört. Ich allein hatte überlebt. Ich trieb mich herum und wurde von einer bestimmten Frau aufgegriffen. Als Exzentrikerin, die tief in den Bergen lebte, sozusagen in einer der abgelegensten Regionen, in die man nicht reist, war sie eine ungewöhnlich starke Person. Dass ich überhaupt 60 Jahre lang überleben konnte, verdanke ich wahrscheinlich der Ausbildung durch diese Frau, meine Schissau. Mit anderen Worten, bis zum Tod meiner Schissau könnte man es auch als fortgesetzte Erfahrung der Hölle bezeichnen. Bis zum heutigen Tag habe ich nicht einmal die Gesichter meiner Eltern gesehen. Sie sind meine Eltern, aber egal, ob es sich um meine früheren oder meine jetzigen Eltern handelt, ich lasse mich davon nicht entmutigen. Alles in allem ist mein Geist der eines über 60-jährigen Ossans, und außerdem sind Erinnersan, Noel und die hier, also bin ich nicht besonders einsam. Jedenfalls muss ich jetzt, wo mir alles Lebensnotwendige zur Verfügung steht, nur noch den Körper so früh wie möglich trainieren. Ein halbes Jahr ist vergangen. Wie üblich und hoffentlich wie immer, indem ich mich vor der Haushälterin drücke, führe ich die Übungen durch, die zu meiner täglichen Routine gehören. Ich nenne es Übung, aber es ist eher Gymnastik. Wie das Heben meiner Arme und Füße. Denn wenn ich es mit meinem kindlichen Körper übertreiben würde, hätte das mit Sicherheit fatale Folgen. So gesehen, habe ich einen richtigen Plan, den ich ausführe. Der Designer war Schissau. Ich wünschte, ich hätte dich abgeholt, bevor du das Alter der Diskretion erreicht hast. Wenn ich das getan hätte, wärst du wahrscheinlich ein Krieger geworden. Der mich übertrifft, bevor ich ein Krieger geworden wäre, wäre ich von Schissau getötet worden, kein Zweifel. Das ist, du weißt schon, sie ausnutzen, bis sie sterben. Hey, ich werde mir ein paar Anpassungen für sie ausdenken. Wie ich schon sagte, sie wären tot. Sie erzählte mir vergnügt von dem Plan, dem sie sogar einen sinnlosen Namen gegeben hatte. Höllentraining von Geburt an. Ich hätte nie gedacht, dass ich derjenige sein würde, der es durchführt. Der Trainingsinhalt war sowohl gnadenlos als auch schwer, aber er machte Sinn, also habe ich ihn mit meinem eigenen Aufbau überarbeitet, um ihn zu vollenden. Es ist sehr anstrengend, aber es ist angenehm, dass ich mit jedem Tag meine Fortschritte spüren kann. Neulich habe ich sie auf meine Fähigkeit, zu krabbeln, angesprochen. Als Noel das sah, stellten sich ihre Ohren und ihr Schwanz auf, und sie stürzte sich mit voller Kraft auf Emma. Erinner. Als ich es noch einmal vor ihnen allen demonstriere, sind sie begeistert und sehen aus, als würden sie vor Freude auf und abspringen. Normalerweise trinkt Erinnersan keinen Alkohol, aber während des Abendessens ist sie in bester Laune und scheint sich betrunken zu haben. Es scheint, als würde auch ihre Elternliebe von Tag zu Tag zunehmen. Ein Jahr ist es her, dass ich geboren wurde. Mein Körper entwickelt sich prächtig. Sogar die täglichen Übungen werden jetzt auf Muskeltraining mit Liegestützen, Sit-ups und so weiter umgestellt. Bald ist es soweit, dass ich meine Ausdauer durch Joggen trainieren möchte. Mein Walking-Debüt ist auch nicht mehr weit entfernt. Hier drüben, Sirius Summer. Bitte sehen Sie sich das heute auch noch an, okay. Doch Noels frivole Art ist die gleiche. Obwohl sie von Erinnersan mit einem Feuer zu benutzen ist gefährlich, zum Aufhören gebracht wurde, kommt sie trotzdem, um mir die Magie zu zeigen, vielleicht hat sie ja Spaß daran. Obwohl ich auch irgendwann Magie benutzen möchte, hilft es mir, wenn sie mir Magie zeigt. Ich bitte dich. Entschlüsselt den Weg des Feuers, und verkörpert bitte den Abgesandten des Feuergeistes. Flamme. Sie schließt die Augen,
Und als sie den Satz zu Ende gesprochen hat, der nötig ist, um die Magie auszusenden, erscheint ein Feuerball. Egal, wie oft ich es sehe, es ist rätselhaft. Was für eine Art von fundamentaler Wahrheit benutzt er zum Beispiel, oder was benutzt er als Treibstoff? Fufu, damit ist die Würde von Onehan doch sicher, oder? Alles andere wäre aber nicht gut. Moment mal, Onesan, da schimmert ja alles Mögliche durch. Du willst dich einfach so verhalten, wie es sich für einen Onesan gehört. Wie ein Onesan. Aus der Sicht von jemandem mit dem Verstand eines Osan war es etwas Niedliches. Wie ein Kind, das mit aller Kraft versucht, etwas zu tun, was seine Kräfte übersteigt. Ist es überflüssig, hinzuzufügen, dass sie danach schließlich von M.A. Erinner entdeckt wurde und gescholten wurde. Am nächsten Tag, nachdem ich aufgestanden war, beendete ich mein Krafttraining und versuchte mich an der Magie. Wenn es doch nur auch ein Lehrbuch gäbe. Aber zunächst einmal kann ich hier wirklich keine Bücher finden. Mal abgesehen davon, ob Papier wertvoll ist oder nicht, hatte ich außer dem Feuerball, den Noel mir gezeigt hatte, keine Informationen über Magie. In der Zwischenzeit habe ich versucht, die gleichen Schritte wie Noel zu befolgen, aber es passiert nichts. Liegt es an meiner mangelnden Konzentrationsfähigkeit oder an einem anderen Faktor? Danach habe ich eine Weile herumprobiert, aber am Ende ist nichts passiert. Es lässt sich nicht ändern, vielleicht versuche ich sie zu fragen, sobald ich in der Lage bin, ein Gespräch zu führen. Es wäre allerdings unangenehm, wenn man mir sagen würde: Du hast kein Talent dafür. Nach dem Mittagessen waren alle im Wohnzimmer versammelt. In der gemütlichen Atmosphäre nach dem Essen strickten Erinnersan und Noel. Die bereitete den Tee vor. Ich setzte mich auf den Teppich und schaute die drei an, um meine Strategie umzusetzen. Erinnersan, Sirius-sama schaut hier rüber. Du hast recht. Vielleicht ist er am Stricken interessiert. Eri, das Strickzeug fiel Erinnersan aus den Händen. Sirius-sama. Noch einmal. Noch einmal, bitte. Überwältigt von ihren Gefühlen war sie zu Tränen gerührt. Sirius-sama. Ich auch, bitte. Noel. Noel. Ihr Gesicht ist ganz nah. Es wäre amüsant, den Narren zu spielen und die zu sagen, aber es scheint, als würde sie ernsthaft deprimiert werden, wenn ich das täte, also rufen wir ihren Namen, oder? Noel Kia. Sirius-sama, bitte nenn mich jetzt, Onehan. Was sagt dieses Mädchen, das die Situation ausnutzt? Ich werde diese Bitte ignorieren. Als ich mich umdrehe, kommt auch die näher und deutet auf sich selbst, als wolle er sagen: Was ist mit mir? Die ja wie üblich ändert sich sein Gesichtsausdruck nicht, aber er hat die Augen geschlossen, als würde er sich in dem anhaltenden Geräusch sonnen. Aber ich bin noch nicht an der Reihe. Mit vereinten Kräften stehe ich auf. Ich gehe auf Erinnersand zu, die sich die Tränen wegwischt, und mache langsam einen Schritt nach vorne. Sie Sirius-sama. Könnte das sein? Er geht. Sirius-sama geht. Plötzlich zügig zu gehen, wäre unheimlich, also gehe ich weiter, während ich ab und zu so tue, als würde ich stolpern. Es waren nur 5 Schritte, aber als ich endlich sicher das Ende von Erinnersong ausgebreiteten Armen erreicht hatte, wurde ich zwischen 2 Personen eingeklemmt. Das hast du großartig gemacht, Sirius-sama. Erinner ist stolz. Er ist ein Genie. Dieser Herr ist zweifelsohne ein Genie. Die beiden tanzen ausgelassen und ich werde herumgeschubst. Das tut ein bisschen weh. Ohne sie aufzuhalten, spricht die auch von einem Festmahl und verschwindet, um das Abendessen vorzubereiten. Vielleicht habe ich es ein wenig übertrieben. An diesem Tag war es schwer, Erinnersan davon abzuhalten,
den Wein hinunterzuschlucken, wie ein Baby. Am nächsten Tag verlängerte ich meinen Spaziergang erneut. Da ich das Gefühl hatte, dass diese Leute jede abnormale Entwicklung mit ihren Änderungen eines vernarrten Elternteils abtun würden. Es sieht so aus, als gäbe es keine Probleme, wenn man in einem halben Monat statt nach einem Monat mit dem Joggen beginnt. Das Problem ist die Magie. Da es sich um etwas handelt, das in meinem früheren Leben in keiner Form existierte, habe ich absolut keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. Obwohl es nur ein paar Worte sind, habe ich die Sprachsperre aufgehoben, also werde ich versuchen, irgendwie Informationen von Noel zu bekommen. Heute werde ich euch verschiedene Zauber zeigen. Wenn ich mich nicht irre, ist er hier nicht gefährlich, oder? Noel war heute auch gekommen, aber sie hielt ein Buch in der Hand. Gut gemacht, Noel. Darauf habe ich schon gewartet. Obwohl du wahrscheinlich verbergen wolltest, dass du aus einem Buch liest, ist es offensichtlich, was du tust, also beeil dich und zeige mir das Buch. Ich zeige auf das Buch und versuche mit aller Kraft, sie dazu zu bringen, mir das Buch zu zeigen. Haben Sie Interesse daran? Warten Sie bitte ein bisschen. Vermutlich ist sie gegangen, um Erinnerung Erlaubnis einzuholen. Früher hätte sie es mir wahrscheinlich gezeigt, ohne sich um Dinge wie die Erlaubnis zu kümmern, aber vielleicht ist sie ein wenig reifer geworden. Während ich von ihrem Wachstum ein wenig beeindruckt war, hatte Noel die Erlaubnis eingeholt und war zurückgekehrt. Ich frage mich, ob wir zusammen lesen wollen. Sie setzt mich auf ihren weichen Schoß, und das Buch, auf das ich so sehnsüchtig gewartet hatte, Magisches Handbuch für die Grundstufe, wird geöffnet. Ich lese es dir schneller vor als Noel, tat ich so, als wäre ich schlau, aber ich kann die Schrift nicht lesen, oder? Widerstrebend wartete ich auf die mündliche Lesung. Magie ist ein ursprüngliches allgemeines Prinzip. Bis heute ist sie ein Phänomen, das noch nicht erforscht ist, aber sie bringt allen Völkern Segen. Eine allmächtige Existenz steht da. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Dieses Mädchen antwortete mit einem Lächeln auf dem ganzen Gesicht. Es mag seltsam klingen, wenn es von jemandem wie mir kommt, der nicht einmal die Buchstaben versteht, aber du bist diejenige, die diese Magie anwendet, also gib dir etwas Mühe, sie zu verstehen, ja. Obwohl sie es nicht verstand, las Noel den Rest des Textes laut weiter. Die Grammatik des Autors ist sehr verworren, und ich konnte die Buchstaben auch nicht lesen, so dass ich es zwar verstehen konnte, aber es fiel mir schwer. Ich denke, ich werde versuchen, auf meine Weise zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Magie ist ein Phänomen, bei dem das Maruoko, das die Welt überflutet, zum Tragen kommt. Maruoko ist etwas, das für das Auge nicht sichtbar ist, aber überall existiert, sogar wir Menschen leben mit Magie in uns. Dieses Maruoko im Körper zu konsumieren und einen Feuerball zu beschwören, wie es Noel getan hat, ist gewöhnliche Magie. Es scheint auch möglich zu sein, magische Vierecke zu zeichnen und das eigene Maruoko in diese Vierecke zu gießen, um Magie hervorzurufen. Dies wird bei sogenannten magischen Werkzeugen verwendet, z.B. solchen, die die Nacht erhellen oder das Feuer zum Kochen entfachen. Das Zeichnen selbst ist ein äußerst heikler Vorgang, und vielleicht ist die daraus resultierende Kraft schwach, weil man die Magie über die magischen Quadrate herbeirufen muss. Wenn man sie einmal gezeichnet hat, kann man sie immer wieder verwenden, solange sie nicht abgenutzt ist, so dass sie in alltägliche Gegenstände eingebaut wird. Es gibt noch andere Magien. Zum Beispiel gibt es auch diejenigen, die sich die Kraft von Geistern leihen, um Geistermagie zu beschwören. Geister? Das scheint ein Wort zu sein, das Menschen mit Chonipyu gefallen würde. Aber das größte Hindernis ist, von den Geistern gemocht zu werden, es scheint,
dass Geistermagie-Anwender extrem selten sind. Sie sind Existenzen, die man nicht einmal spüren kann, ohne sie sehen zu können, so dass man nur darauf warten kann, dass ein Geist sich einem nähert. Die Voraussetzungen, um von den Geistern gemocht zu werden, sind noch nicht geklärt. Abgesehen von den sehr rätselhaften Geistern ist für die magische Beschwörung eine Arie erforderlich. Mit der Bewegung des Mundes und dem Singen der Arie wird das Maruoko im Körper gesammelt und die Magie beschworen. Es scheint, dass bei bestimmten Schlüsselwörtern die Magie beschworen wird. Als Beispiel werde ich versuchen zu zitieren, was Noel benutzt hat. Flamme. Sei dir des Allgemeinen, begehre es so, dass du selbst Feuer erdenken und ins Leben rufen kannst, heißt es da, aber wenn du die überlieferten Schlüsselwörter hast, wird es beschworen. Es gibt zum Beispiel Forscher, die Tag und Nacht daran arbeiten, die Arie so weit wie möglich zu verkürzen. Die Flamme ist ein Element eher Feuerzauber, und genau dieselbe Arie, die Noel rezitierte, steht auch in diesem Buch. Wenn du die Magie anwendest, nimmt dein Maruoko ab, und du spürst eine entsprechende Müdigkeit. Es beginnt mit einer Lethargie, die den ganzen Körper befällt, schließlich wird man ohnmächtig, und wenn man nicht aufpasst, scheint es, als könne man sogar sein Leben verlieren. Die Menge an Maruoko im Körper eines Menschen wird bei der Geburt festgelegt und scheint der Grund dafür zu sein. Dass es zwischen den Menschen unglaublich große Unterschiede in der Menge an Maruoko gibt. Es scheint auch, dass die Menge wächst, aber die Wachstumsrate ist extrem niedrig. Das Wachstum erfordert nur den wiederholten Einsatz von Maruoko bis an seine Grenzen und die Wiederherstellung, aber diese Maruoko-Wiederherstellung ist äußerst langsam. Das im Handbuch aufgeführte Beispiel besagt, dass es nach einem Jahr in der Größenordnung des einfachen Wertes zunimmt. Je mehr man es benutzt, desto mehr wächst es, ist wie Muskeltraining, aber wegen der Ineffizienz ist es wahrscheinlich besser, es in der Freizeit zu machen. Oder besser gesagt, wenn das eigene Maruoko nicht ausreicht, kann man sich dann nicht einfach auf das externe Maruoko verlassen. Maruoko befindet sich in der Atmosphäre, wenn man es also nutzt, sollte man mit Leichtigkeit stark werden können, um eine große Menge davon zu nutzen. Während ich darüber nachdenke, steht im Leitfaden, dass so etwas sinnlos ist. Anscheinend liegt es daran, dass das eigene Maruoko und das Maruoko in der Luft von unterschiedlicher Natur sind. Wenn die Menschen zum Beispiel schwarzes Maruoko benutzen, dann ist das Maruoko in der Atmosphäre weißes Maruoko. Die erzwungene Umwandlung von weiß in schwarz verbraucht Maruoko. Und selbst wenn man eine große Menge davon sammeln würde, müsste man diese Umwandlungsmenge abziehen, so dass die Magie am Ende nicht so viel Kraft hätte. Deshalb wurde ja auch bedeutungslos geschrieben. Genauso wie der persönliche Maruoko wichtig ist, ist es auch das Attribut. Auch das scheint bei der Geburt festgelegt zu werden, und das Attribut ändert sich im Laufe des Lebens nicht. Noel hat Flamme benutzt, also liegt ihre natürliche Begabung im Umgang mit Feuer. Das Feuerattribut zeichnet sich durch Feuermagie aus, das Wasserattribut durch Wassermagie, und wenn das Attribut bekannt ist, dann ist auch die Richtung der Magie natürlich festgelegt. Es ist auch nicht so, dass man nicht auch andere Attribute verwenden kann, aber unter anderem würde die Macht dadurch dramatisch sinken. Gerade als sie den Teil über die Attribute zu Ende gelesen hatte, klappte Noel das Buch zu. Vielleicht lag es daran, dass ich völlig in das Zuhören vertieft war, denn es verging eine ganze Menge Zeit. Lass uns für heute hier aufhören, ja. Ich bin auch müde vom Vorlesen. Gute Arbeit. Ich habe schon einen Tee vorbereitet, also ruhen Sie sich bitte aus. Erinner-san, wann hast du? Erinner-san lächelte sanft und brühte schwarzen Tee auf. Gerade eben. Davon abgesehen, du hast doch sicher Durst, oder? Ich werde mich um Sirius-sama kümmern. Danke.
Ich werde in ihren Armen gehalten und dann auf Erinnerung Schuss gelegt. Der Schuss einer jungen Noel fühlt sich auch gut an, aber wie erwartet, ist Erinnersan etwas Besonderes. Es ist ein erstaunliches Gefühl der Sicherheit. Erinnersan hob das Buch auf und tätschelte liebevoll meinen Kopf. Du warst sehr fleißig, nicht wahr? Wenn es Sirius-sama ist, wird er wohl bald unabsichtlich Magie einsetzen. Ahaha, das wird nicht passieren. Selbst ich habe mich mit der Grundstufe unheimlich schwer getan, und am Anfang kann er nicht einmal die Buchstaben lesen, weißt du. Das ist wahr. Aber ich kann nicht anders, als zu denken, wenn es Sirius-sama ist. Nun ja, das kann selbst ich nicht ganz leugnen. Trotzdem ist das ein paar Jahre zu früh. Und so tranken die beiden lachend ihren Tee. Verstehe, wenn das ich, bin. Wenn sie große Erwartungen an mich haben, dann sollte ich diesen Erwartungen auch gerecht werden. Zuerst muss ich damit anfangen, das Alphabet lesen zu können. Attribut He. Übrigens, was könnte Sirius-sama's Attribut sein? Das habe ich mir auch überlegt. Ich habe keine besondere Vorliebe für ein bestimmtes Attribut, aber ich glaube, es wäre ganz praktisch, wenn es Feuer oder Wasser wäre. Versuchen wir, das herauszufinden, ja. In meinem Zimmer gibt es ein Urteilswerkzeug. Das ist es doch, oder? Einen Moment, ich werde es holen gehen. Das von Noel mitgebrachte Beurteilungsinstrument ist ein kugelförmiger Kristall, der in der Mitte eines kleinen Tatschers liegt und von einfacher Konstruktion ist. Allerdings ist ein komplexes Muster auf das Tuch gezeichnet, also ist dies wohl das magische Quadrat, von dem im Buch die Rede ist. Die vier grundlegenden Attribute: Feuer, Wasser, Wind und Erde sind auf dem magischen Quadrat eingezeichnet, und offenbar ist es so angeordnet, dass der Kristall, wenn man seine Hand darauf legt, in der Farbe des Attributs der Person leuchtet, die ihn berührt. Gießt Mario Oko hinein und fangt dort an. Vorbereitungen abgeschlossen. Nun, Sirius-sama. Bitte legen Sie Ihre Hand hierher. Etwas aufgeregt legte ich meine Hand darauf. Die Veränderung ist augenblicklich, der Kristall wirft ein grelles Licht und ich schließe augenblicklich meine Augen. Es war etwas, das ich aus nächster Nähe aufmerksam beobachtete, es wäre also gefährlich gewesen, wenn ich meine Augen zu spät geschlossen hätte. Da ich meine Hand reflexartig wegzog, war das Licht bereits verschwunden, als ich meine Augen öffnete. Es war verschwunden, bevor ich sehen konnte, welche Farbe es hatte. Erinnersama, das war ja ein intensives Licht. Aber sind die Mimik und die Worte der beiden sind etwas steif. Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass sie mich aufhalten werden, sollte ich es noch einmal versuchen. Diesmal schütze ich meine Augen mit der anderen Hand und prüfe die Farbe des Kristalls. Und jetzt ist die Farbe des Lichts, das der Kristall aussendet, wie zuvor, farblos, nicht wahr? Auf keinen Fall sind. Warum macht ihr beide so einen traurigen Gesichtsausdruck? Ich dachte, es sei ein ziemlich intensives Licht, aber ist das es ist hoffnungslos Muster. So etwas wie? Du hast wirklich kein Talent, ist das so eine Art Point? Etwas verwirrt wurde ich von Erinnersan sanft umarmt, deren Gesicht aussah, als würde sie jeden Moment weinen. Gott ist grausam. Sirius-sama. Ich werde dich auf jeden Fall beschützen. Ich auch. Warum richtest du deine mitfühlenden Augen auf mich? Um Himmels Willen, bitte erkläre es mir. Es gibt keine Möglichkeit, dass mein Wunsch sie erreicht, und die beiden haben sich mehr als sonst um mich gekümmert. Aber farblos? Ist es das? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei.